In Zeiten wie diesen ist es extrem einfach, in ein tiefes Loch zu fallen, ist es sehr leicht, Träume oder Wünsche abzuschreiben oder auf unbestimmte Zeit zu vertagen und sich einer, ich nenne es mal, gepflegten Existenzangst hinzugeben oder auch einem gewissen Fatalismus vielleicht. Und ich persönlich, ich halte es da natürlich ein wenig anders, wie ihr wisst. Und ihr wisst ja auch, oder einige von euch, dass mein Wahlspruch lautet, sine metu, sine dubio, sei ohne Angst und ohne Zweifel. Das ist das eine. Und der zweite Wahlspruch, den ich habe, vor allem, wenn ich verzagen will, der lautet, eine Unmöglichkeit nach der anderen. Vor allem, wenn sich die Ereignisse überschlagen. Ich vermute, dieser Satz geht als eine Art Abwandlung auf meinen lieben, guten alten Freund Aristoteles zurück, der damals den Spruch prägte, eine wahrscheinliche Unmöglichkeit, ist immer einer nicht überzeugenden Möglichkeit vorzuziehen. Fantastischer Satz, und den würde ich tatsächlich auch immer unterschreiben. Aber wir in unserer Welt, wir leben oft genau andersrum, interessanterweise, und wir entscheiden auch oft genau andersrum. Wir tun so, als ob Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit dasselbe wären, jagen diese Sichtweise dann durch so einen Filter von Angst und Zweifel, et voilà, wir müssen nichts tun, weil es bringt ja sowieso nichts. Ne? Geht ja nicht, um Gottes Willen. So. Und dahinter steckt, wie ich finde, oft noch eine ganz andere, geradezu tragische Weisheit, nämlich die meisten Versuche scheitern daran, dass sie gar nicht erst unternommen werden. Ja, und viele Menschen leben auch nach der Umkehr von Aristoteles Satz. Sie leben nach dem Motto, eine nicht überzeugende Möglichkeit ist der wahrscheinlichen Unmöglichkeit immer vorzuziehen. Und so bleiben sie in üblen Situationen, die sie nicht glücklich machen. Weil ihre Risikoabwägung ihnen immer sagt, nee, lass mal lieber so, wie es ist. Und ich meine, woher kommt das? Ja? Ich finde es echt ein interessantes Phänomen. Ja? Was sich gut beobachten lässt in diesen Tagen, ist, dass je reicher und je sicherer Menschen leben, umso ängstlicher oder auch feiger und bequemer werden sie. Ja? Und sie werden auch immer unglücklicher, ist auch interessant. Ja? Denn wer Angst hat oder immer wieder in einem Status der Ängstlichkeit lebt, der sabotiert natürlich seine eigenen Glücksgefühle. Ja? Ich kann nicht gleichzeitig glücklich und ängstlich sein, das haut nicht hin. Und das lässt sich auch nahtlos auf unser Arbeitsleben übertragen. Ja? Es gibt wenige Länder, in denen Angestellte, selbst in so Zeiten wie jetzt, so abgesichert sind wie in unserem. Und es gibt wenig Länder wie unseres, in denen die Angestellten so unzufrieden sind mit ihren Jobs. Das ist schon interessant. Ich glaube, ein Übermaß an Sicherheit und ein Übermaß an Bequemlichkeit, die beiden zusammen, das macht unglücklich. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich verlerne, dass meine Selbstwirksamkeit den Unterschied machen kann. Meine Selbstwirksamkeit. Ja, und Selbstwirksamkeit, die kann mir niemand nehmen, weil die liegt in meiner Macht. Alles andere liegt vielleicht nicht in meiner Macht. Aber Selbstwirksamkeit, die schon. Nur wenn ich Selbstwirksamkeit nicht trainiere, dann weiß ich in Krisenzeiten, auch wie diesen, gar nicht, wie ich die aktivieren soll. Zumal mir dann auch wieder diese Überzeugung reingrätscht, dass es ja eh keinen Sinn hat, ja, dass etwas sowieso nicht klappt, dass etwas viel zu schwierig ist, ja, oder auch viel zu aufwendig. Leute scheuen immer Aufwand. Ich scheue überhaupt keinen Aufwand, ja. Und das sehe ich zurzeit wirklich en masse. Und das ist schade. Das ist extrem schade. Übrigens gibt es bei der Selbstwirksamkeit auch eine,
eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Denn Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit, die sie also schon haben oder sich angeeignet haben oder trainiert haben, die erwarten von sich selber auch, dass sie, egal was da kommt, dass sie damit umgehen können und dass sie unerwartete Situationen oder schwierige Probleme damit auch lösen können. Und der Witz ist, das können die dann auch, und zwar auch viel besser als Menschen, die diese Erwartung an sich selbst nicht haben, obwohl bei beiden die Ausgangsbedingungen und alles identisch ist. Aber das ist eben genau der Unterschied. In der Psychologie nennt man das die Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist ein super Wort, oder? Und ich glaube, in Zeiten wie diesen sollte man wirklich, wirklich über den Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit verfügen. Und weil ich euch dabei ein bisschen unterstützen möchte in Sachen Selbstwirksamkeit, habe ich mir ein paar Übungen überlegt. 3 winzig kleine Übungen, mit denen ihr eure Selbstwirksamkeit ein bisschen trainieren könnt. Kleines bisschen. Übung Nummer 1. Sucht euch bitte ein paar Vorbilder. Idole. Hat man in der Kindheit, in der Jugend gehabt. Ist ein bisschen aus der Mode, funktioniert aber auch als Erwachsener sehr gut. Ihr könnt zum Beispiel mal online nach Büchern stöbern über große Charaktere, Heldengeschichten. Es müssen echte Menschen sein, nicht Superman oder so, sondern echte Menschen, die ihr irgendwie bewundert, vielleicht sogar auch beneidet, ist auch völlig in Ordnung, aber die ihr als Inspiration ansehen würdet. Also wer könnte euch inspirieren? Das wäre das Erste. Ich habe eine komplette Liste mit Menschen, die mich inspirieren, und ich lese deren Biografien. Ich lese überhaupt mit Vorliebe Biografien. Wenn jemand Biografietipps für mich hat, her damit. Ja, es gibt auch Biografien, die ich abbreche, wie Steve Jobs Biografie habe ich abgebrochen, weil der Typ mir so auf den Sack ging, weil er so scheiße war als Mensch. Ja, ich dachte, kann ich nicht, das ist schlechtes Karma hier, über den will ich nicht mehr lesen. Ja, so, auch wenn der vielleicht wirtschaftlich ganz, ganz toll war. Wobei, der hat auch echt viel Scheiße gebaut. Aber gut, anderes Thema. Also ich meine damit, ich habe von Frank Thelen die Biografie gelesen, weil ich gedacht habe, okay, wie machen die Leute das heutzutage in Internetzeiten, so eine Kohle zu scheffeln? Wie kriegt ihr das hin? Ich habe die Biografie von Michelle Obama gelesen, Becoming, weil mich auch dieser Lebensweg auch noch als schwarze Frau in Amerika interessiert hat. Und dieses, wie hat sie ihre eigenständige Identität und Persönlichkeit so wunderbar neben diesem Mann behalten? Also solche Geschichten. Und ich weiß, ich habe eine Biografie von Martina Navratilova gelesen und ich etliche Biografien, auch historischer Frauen, viele, viele historische Frauen. Aber ich bin offen für Tipps. Also wenn ihr was habt, her damit. Es ist wichtig, finde ich, Idole auch zu haben, und zwar echte Menschen, zu sehen, wie echte Menschen was hinbekommen haben. Einfach um zu sehen, ja, es gibt Menschen, die kriegen das hin. Egal, wie widrig die Umstände vielleicht sind oder waren. Menschen, die nicht aufgegeben haben. Menschen, die immer eine Lösung gefunden haben. Es ist eine alte Weisheit, dass Erfolge in Krisen geboren werden. Dann, wenn wir müssen. Das ist der Punkt. Wir müssen uns bewegen, um eine Krise zu meistern. Wir müssen Risiken eingehen. Wir müssen handeln. Und das sind all genau die Dinge, wovon uns sonst unsere Angst und unsere Bequemlichkeit abhält. Und dann müssen wir. Und das jetzt hier mit den Biografien, das ist so eine schöne erste bequeme Übung, oder? Lasst euch von erfolgreichen Menschen, vielleicht die euch auch noch ähnlich sind oder in einem ähnlichen Metier unterwegs sind, Menschen, die ihr bewundert, lasst euch von denen inspirieren. Und damit es über dieses bequeme Konsumieren hinausgeht, müsst ihr natürlich als zweites, als nächste Übung damit auch was machen. Und zwar möchte ich, dass ihr aufschreibt, was machen diese Idole, die ihr da habt, was machen die anders als ihr? Weil ich finde es immer interessant, dass man erfolgreichen Menschen so im Rückblick oft,
oft ein wenig unterstellt, dass sie halt zur rechten Zeit am rechten Ort waren, dass ihnen das Glück, das Schicksal oder der Zufall da geholfen hat und sowas alles. Also man relativiert ihre eigene selbstwirksame Leistung. Und ich finde das nicht ganz fair, denn im Rückblick lässt sich sowas immer leicht sagen. Aber die Menschen, die in dem Moment an dem Punkt waren, wussten ja noch nicht, wie es weitergeht. Das darf man, finde ich, nicht unterschätzen. Und noch ein anderer Punkt ist auch der Zufall oder das Glück oder das Schicksal, Karma, Kismet, wie auch immer ihr das nennen wollt, denen muss man auch eine Chance bieten, damit die passieren können. Ich meine, denk mal an jemanden, der sich verlieben will, aber nicht vor die Tür geht. Ja, wie soll das gehen? Der kann lange auf Glück und Zufall warten, dass die Traumfrau oder der Traumprinz reinschneit, wenn man nicht gerade auf Postboten steht. Ja? Selbstwirksamkeit würde für so einen Menschen bedeuten, rauszugehen. Und zwar an Orte, wo man echte gute Menschen trifft, die vielleicht auch auf echte gute Beziehungen Bock haben. Also nicht notwendigerweise die Disco oder Tinder virtuell, sondern vielleicht in Vereine gehen, in Chor gehen, in sich irgendwo engagieren. So, und dafür muss man vielleicht seine Hemmungen überwinden, muss in echten Kontakt gehen. Aber wenn ich nicht in echten Kontakt gehe, dann schaffe ich letztlich auch nicht die Möglichkeit, dass mich mein Traumprinz oder meine Traumprinzessin überhaupt finden kann. Und das ist eben auch Selbstwirksamkeit. Mal mir selbst die Chance ermöglichen, auch das gehört schon dazu. Jemand, der einen hochbezahlten Job haben will, ja, der muss sich die entsprechenden Qualifikationen aneignen, schlichtweg. Und der muss an sich arbeiten und der muss dahin gehen, wo sind die Leute, die mir diesen Job geben können. Ich bin früher, zur Anfangszeit meiner Selbstständigkeit, war ich sehr viel auf so Messen und Kongressen unterwegs. Und zwar nicht auf denen, wo so, es gibt ja so Trainermessen und Coaching-Kongresse. Und da bin ich noch nie hingegangen, weil da soll man mal Netzwerken. Ich finde Netzwerken super, ich habe da nichts gegen. Aber was finde ich denn da nicht auf so einer Coaching-Kongress-Messe? Ich finde doch da keine Auftraggeber. Ja. Aber ich finde da ganz viele Leute, mit denen ich prima mich austauschen kann. Was machst du denn? Ich mach das und du, ach das. Man fühlt sich so busy dabei. Ja. Und dann kann man sich noch gegenseitig erzählen, wie schwer es zum Teil im Markt ist. Und man kann vor sich abklopfen, was für Kunden hat der andere. Aber das bringt mich in der Sache nicht weiter. Wenn ich Kunden haben will und wenn ich einen Job haben will, der mir Spaß macht, dann muss ich muss immer dahin gehen, wo der Schmerz ist. Aber das kann ich ja in kleinen Schritten tun. Nur wenn ich darauf warte, dass andere schon merken, wie toll ich bin, ja, da kann ich lange warten. Ne, das ist das Passive und mir geht es ums Aktive. So, und deshalb kommen wir zurück zu den Idolen. Möchte ich, dass ihr euch eure Idole mal genauer anschaut und überlegt, was hat dieser Mensch getan, um das zu erreichen, was er oder sie erreichen wollte. Und schreibt das mal auf. Also macht es gerne mal schriftlich. Schreibt auf, was hat dieser Mensch alles getan? Wozu hat er sich vielleicht auch überwunden? Was war das? Und dann schreibt auf, was würde es für euch bedeuten in eurer Situation? Und zwar egal, was eure Zweifel euch vielleicht erzählen. Also, was müsstest du tun, wenn du den Weg so gehen wollen würdest wie dein Idol? Und üblicherweise will man das ja, weil deshalb sind es ja Idole. Ja, so. Also was müsstest du tun, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest? Das wäre hier die Frage. Und hier geht mein Monitor immer an und aus, sorry. Und wenn du das gemacht hast, wenn du das aufgeschrieben hast, dann brich mal diese Handlungen runter auf den allerersten, aller kleinsten Schritt. Mehr musst du nicht machen. Ja, dass das mal durchdekliniert wird. Und dann überlegst du dir, wie und wann wirst du diesen ersten winzig kleinen Schritt gehen. Selbstwirksamkeit trainieren heißt nicht, dass man sich überfordert, sondern es heißt, man guckt
in welcher, ich sag mal, homöopathischen Dosierung kann man anfangen? Geht nur um diesen ersten kleinen Schritt. Und der muss auch nicht viel Kraft kosten oder viel Überwindung. Sollte er auch gar nicht. Weil dann bleibt in der Regel in der Psyche nicht mehr so irre viel übrig für den zweiten und für den dritten Schritt. Dann ist man, oh, nach dem ersten, was man sich da getraut hat, da ist man schon so fertig. Dann kann man erst in einem Jahr wieder den nächsten Schritt. Also so bitte nicht. Ne? Sondern guck, dass du das in kleinen Dosierungen machst, sodass du immer noch genug Energie übrig hast für den zweiten Schritt. Weil sonst versandet deine Selbstwirksamkeit schneller, als du gucken kannst. Und das wäre schade. Wisst ihr, ich selbst, ich bin das so gewohnt, aktiv dafür zu sorgen, dass ich bekomme oder erreiche, was ich möchte. Und klar klappt das nicht immer zu 100%, aber es ist schon nicht so verkehrt. Ja? Dass ich im Alltag viel weniger Angst habe als andere Menschen, auch in diesen Zeiten. Und die Angst ist da, auch finanziell natürlich. Und doch ist sie handelbar. Denn wenn bei mir die Angst kommt, dann wandle ich sie so rasch um wie möglich in sinnvolle Produktivität. Das ist mal sinnvolle. Und einer meiner ersten Schritte ist oft, wenn XY in meiner Situation jetzt wäre, in genau dieser, was würde diese Person jetzt tun, um da rauszukommen? Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann gucke ich, warum nicht. Und dann bin ich meistens bei Wertesystemen oder ich bin dabei, dass ich sich vielleicht irgendwas noch nicht loslassen will oder dergleichen. Also ich bin bei meinen Bewertungen der Situation, die dann vielleicht anders sind als die meines Idols. Und dann habe ich aber einen Ansatzpunkt zu gucken, ist es sinnvoll oder hebel ich mich da aus? Dass ich mir selbst ein bisschen wieder auf die Schliche komme, womit verhindere ich denn, dass ich versuche, aktiv Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß, viele übernehmen die auch nicht, weil sie denken, hey, wenn ich nichts mache, kann ich aber nicht scheitern. Aber für mich ist dieses Nichtsmachen, ist für mich gerade Scheitern. Ja. Und um meine Selbstwirksamkeit zu entwickeln, oder wenn du die entwickeln willst, dann braucht man die eigene direkte Erfahrung, etwas erreicht zu haben. Ich brauche diese Rückkopplung in der Welt. Ja. Ich brauche aber natürlich auch die Beobachtung entsprechender Erfahrungen bei anderen Menschen, die mir natürlich möglichst ähnlich sein sollten, damit ich da eine Verbindung zu herstellen kann. Und als drittes übrigens brauche ich Ermutigung. Ich brauche Ermutigung durch andere im Sinne von, ich weiß, dass du das schaffen wirst und ich glaube an dich. Und das kriegst du hin. Das wäre eben auch noch schön, wenn man die auch noch hätte. Gerade wenn man sich auf unsicheres Terrain begibt. Und im Umkehrschluss bedeutet das, geh auf Abstand zu Menschen, die dir alles kleinreden, die alles negativ sehen, die eben sagen, bringt eh nichts und was soll das denn und so weiter. Weg mit denen. Diese Menschen bringen euch nicht weiter, im Gegenteil. Wirklich im Gegenteil. Aber es ist ein anderes Thema, ja. Okay. Wenn ihr mögt, schreibt mir eure Idole und Vorbilder unten in die Kommentare rein und auch bei welcher Sache oder bei welchem Anlass ihr im Moment euch in Selbstwirksamkeit üben möchtet. Das würde mich sehr interessieren. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder noch mehr Übungen wollt oder euch für meine Bücherliste interessiert, wie auch immer, dann tragt euch auf meiner Website, die steht hier, in den Newsletter ein per Mail, weil dann seid ihr automatisch im Verteiler für meinen Podcast, den ich in ein paar Tagen wieder aufnehmen werde. Das waren soweit meine Gedanken zum Thema Selbstwirksamkeit in diesen Tagen, in denen wir viel, viel Zeit haben. Und was wünsche ich euch jetzt? Habt noch ein schönes Restwochenende und bis nächste Woche.